But if you close your eyes. So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft in FeedsBeast Infinity Evolve. Ich bin mal so ein bisschen auf die Kommentare eingegangen, die ich bekommen habe. Und die war von meiner Schwester. Die meinte, ich soll ein bisschen lustiger sein und nicht so viel erklären. Das kommt so trocken rüber. Ach ja, vielleicht ist das genau mein Ding. Ordentlich trocken. Weißt du Bescheid, Sam, ne? So, also soll, sie sagte, ich soll nicht so viel erklären, sondern einfach machen. Ich mache. Wie ihr seht, mache ich. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich es mache, wäre natürlich super. Habe ich nicht irgendwo schon Baumwolle gehabt? Ich bin bestimmt wieder jemand geklaut. Bestimmt wieder irgendwo ein Griefer gewesen, hier auf dem komischen Singleplayer-Ding. Okay, pack die jetzt einfach hier hin. Wenn irgendjemand darauf achtet, ob irgendwo anders welche drin sind, möge er es mir bitte sagen. Danke. Ah, ich muss noch hier drinlegen, weil muss ja immer eine gerade Zahl sein. Ja, perfekt. Du triffst so super auf den Punkt. Ja, packen wir die drei noch hier drin. So, wir haben jetzt Almeit zu wenig. Eisen haben wir noch ein bisschen was. Obsidian haben wir auch noch ein bisschen was. Gut, ich meine, ich wollte die Hauptsachen ja sowieso eigentlich, also nur die Köpfe wollte ich aus Alumeit machen, weil die müssen halt robust sein, der Rest halt eher nicht so. Weil man kann da ja gut gegenwirken mit Modis. So, dann würde ich mal spontan sagen, fangen wir mal an mit dem Gießen. Wir würden mal... Es steht leider nirgendwo, wie viel die brauchen, wenn man das so macht. Wir machen es mal anders. Wir machen mal zuerst... den Hackenkopf. Hack. So, jetzt kippen wir hier rein. Der braucht 144, braucht der zum Beispiel. Das ist relativ wenig. Wenn wir das jetzt hier reinkippen, wie viel braucht der? Der braucht nur 72. Ist aber eine Verarsche. Und der hier braucht auch nur 72. Okay, das ging jetzt ehrlich gesagt relativ fix. Und damit hätten wir auch schon die erste Spitzhacke von Tinker's Construct. Zumal auch eine ziemlich gute, wie ich selber finde. Wenn man die jetzt baut, die hat nämlich Haltbarkeit 909. Aber nicht mehr lange, weil wir werden jetzt von unseren reichen Dias... Ah, fuck. Einen hier reinlegen und dann hat die schon gleich mal Haltbarkeit 500 mehr. Dann kriegt die jetzt von mir noch einen Block auf Moos. Der Block auf Moos ist dafür da, dass die Haltbarkeit, also dass der sich hier Auto Repair, ihr lest das ja selber. Ihr seid ja hoffentlich des Lesens mächtig und des Englischs. Was ich von mir nicht immer so behaupten kann. So, und Redstone mache ich jetzt mal einen Knödel hier. Weil Redstone ist sehr wichtig, weil das die Beschleunigung hochzieht. Deswegen ist Redstone in meinen Augen ein Mittel, was man nicht unterschätzen sollte. So, und jetzt brauche ich noch 1, 2, 3, 5 Einzelne. Da haben wir 5 Einzelne, perfekt. Jetzt kommt das Ding hier wieder rein und somit hätten wir schon die ersten drei Modifikationen auf meiner Spitzhacke. Perfekt. Ich baue die andere, brauche die andere erst noch auf. So, jetzt denken sich manche bestimmt, oh mein Gott, der hat jetzt nur 3 drauf und nicht 4. Ist richtig, weil ich habe noch keinen Block aus Gold, um die vierte Modi draufknallen zu können. Ilorium, Ilorium, da haben wir, das brauchen wir gleich. Hacken ja es hier. Meine Energiezufuhr ist aber noch ein bisschen sehr gering. Aber das liegt halt auch wahrscheinlich daran, dass ich... da noch nicht so weit bin, was das angeht. So, wir brauchen dafür aber auch erstmal noch ein paar Sachen aus dem Keller. Also runter in die Höhle des Steines. Oh, und sonst so, einen schönen Tag heute gehabt. Der Abstieg ist ein bisschen länger als sonst.
habe mich verwehrt, mal versuchen, dass ich irgendwie ab Folge 20 mal ein bisschen mehr auf Ender.io eingehen kann. Hey. Weil wir ja einen Enderspawner bauen wollen, aber das ist halt noch ein bisschen in Zukunft. Aber nur ein bisschen, also so weit arg ist es nicht mehr, ne? Ich habe glücklicherweise nur zwei Kohle dabei. Das war ja mal wieder so der Hit des Tages, ey. So. Hier muss er hin. Und zack. So, wir nehmen unseren Turtle. Tunnel 50 und hacken jetzt. So, hier brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr außer Steine. So, jetzt können wir hier nicht runterfallen. Warum? Ach ja. Man sollte vielleicht auch Kohle reinlegen, damit der Feuer macht. Gut, wir müssen aber gleich auf jeden Fall wieder runter, weil wir nicht so viel Kohle dafür haben. Ist doch alle zum Kotzen. Oh, Kohle. Wir müssen gleich nicht nochmal runter, weil wir jetzt genug Kohle haben. Bauen wir jetzt erstmal ab hier den etwas größeren Fundus. So. Das ist ja der Turtle. Wollte gerade schon wieder wegrennen. Ah, meine Kohle. So. Die Lava machen wir lieber zu, ansonsten fällt da irgendein Genie auf dem Server. Ich will ja keinen direkt angucken, aber er fängt mit Flimp an und hört mit Pi auf. Er fällt dann nur wieder rein. Müssen wir erstmal laufen. Joa, läuft, ne? Oder klettert in dem Fall. Ja, alle klar. Als ich unten gestartet habe, hatte ich noch kein Bad. So, wir haben aber noch einiges an Gold drin. Das heißt, wir können auch, wenn wir es momentan noch nicht brauchen, den restlichen Stuff schon mal gießen. So, dann kann das jetzt schon wieder in Müll. So, dann kommen die beiden weg damit und weg damit. So. Das kommt mal hier hin und das kommt mal hier hin. Zack, zack. Das kommt dahin. Reingießen. Und du kommst hier rein. Ja, haben wir noch? Wie viel haben wir noch drin? Gold 128. Na, das reicht nicht für die nächste Gießung. So, das packen wir jetzt hier unten hin, weil dann packen wir hier unten Schippe, Axt und sonstiges hin und hier oben den Stuff, den man dafür braucht. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Gold. Warum ist Gold nur noch so wenig? Ah, das Eisen. Gold ist gar keins mehr. Jetzt habe ich den Fehler auch entdeckt. Super. Und dir fehlt eindeutig Kohle. Komm, mach mal nicht so eine Kacke hier. Machen wir jetzt hier schneller mit dem Gold. Ich brauche den Scheiß nämlich. Silber, Alumite. Nehmen wir mal 5 mit. Wir haben noch... Ja, Alu fehlt. Also machen wir erstmal 2 rein und gucken mal, wie das wird. Und Gold ist auch wieder. Das heißt, du kannst jetzt hier weitermachen. Nice, perfekt. Haben wir ja schon mal die Hälfte der Platten, die wir so brauchen, vorbereitet.
Dann holen wir uns jetzt noch die Axt und die Schippe. Und dann wertet von meiner Seite aus mit Tinkers Construct vorerst. Ja. Ja. Ne, warte mal, wir müssen ja hier hin. Klar, einen haben wir noch. Wir kriegen einmal den hier. Setzen den hier rein, nehmen den wieder raus. Ja, das Krasse ist ja, man braucht die Teile ja wirklich nur einmal. So, aber nach kann man das eigentlich alles schon wieder wegschmeißen, weil brauchen wir nicht mehr. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gehen wir da rein. Also, und wir brauchen das noch. Ah, fuck. Jetzt habe ich davon 8 Stück gemacht. Das ist dein R. Kacke. Das ist echt ein bisschen kontraproduktiv hier laufen, aber gut. Brauche 1 und nicht 8. So, du kommst jetzt mal hier rein und jetzt holen wir uns erstmal Papier, weil wir können uns das mit dem Diamantblock und dem, na, wie heißt das? Mit dem Diamantblock und dem, ach, mit dem Diamanten und dem Eisenblock, ach, mit dem Goldblock können wir uns sparen, wenn wir Papier benutzen. Papyrus, das gute alte Papyrus. So, Abbaugeschwindigkeit, Haltbarkeit 30. Ne, den Griff musste ich aus Papier machen, glaube ich, war es. Hier, der Griff. Irgendwas musste ich aus Papier machen. Haltbarkeit 3, Abbau Level 2, Abbaugeschwindigkeit bei Griff ist 0,3. Was war denn das nochmal, was man damit... Abbau Level 2, Angriffe Herzen 0. Mach mal einfach ein. Eigentlich müsste der ja jetzt, okay, der hier zum Beispiel schon mal nicht, ach, zu wenig Papier. Wir gucken einfach mal, was jetzt passiert, wenn ich das mit dem Hammer mache. Ich meine, mehr als schief hin kann es ja sowieso nicht. So, wir wollen Alumite, haben wir unten drinne. Sehr gut. Aber ich sehe, die Folge müssen wir gleich schon wieder beenden. Ich gieße gerade noch die Sachen fertig. Ah, fuck. Die Sachen gieße ich nicht fertig, weil wird nichts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Abend, weil bei mir ist es jetzt gerade abends. Wir haben es 19.40 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst oder auch ein Kommentar da lässt. Bis dahin, cheerio!